Maja, hast du das Maskottchen angerufen? Er verhält sich komisch. Er hat gestern versprochen, heute zu kommen. Nein, Mädchen, er antwortet nicht. Alle Worte des Maskottchens sind Lügen. Und gestern hat er mir noch gesagt, dass er mich liebt. Toll. Oh nein, Coach Abby wird wieder kommen und rumschreien. Und wir werden fertig gemacht. Maja, hör zu. Maskottchen ist dein Freund. Stimmt's? Genau. Das heißt, du wirst heute in seinem Outfit trainieren. Nein, ich werde nicht in Maskottchens Outfit trainieren. Er hat mich verlassen. So ist das. Maja, hör zu. Vielleicht verheimlichst du etwas. Was ist passiert, dass Maskottchen sich so verhält, hä? Maja will uns nichts sagen. Das Einzige, was sie sagt, ist, dass Maskottchen sie verlassen hat. Stimmt's, Maja? Wirklich. Vielleicht erzählst du uns jetzt mal, was passiert ist. Mädels, ich weiß nicht. Wir haben gestern abgemacht, dass ich nicht eifersüchtig bin, wenn er Likes bekommt. Und heute ist er nicht da. Ich rufe ihn jetzt an. Ja, vielleicht geht er ja ran bei mir. Ruf an, Knopper. Das ist nutzlos. Ich habe ihm 16 Nachrichten geschrieben. Er hat sie gelesen und nicht geantwortet. Ja, mich hat er blockiert. Maskottchen, ich verstehe ihn nicht. Wir hatten ein Bunny-Team. Stark, cool. Und das Maskottchen hat jetzt alles kaputt gemacht. Mädels, das liegt wahrscheinlich an mir, an meiner blöden Eifersucht. Ich sollte nicht wegen Likes eifersüchtig sein. Ich glaube, wir müssen uns nach einem anderen Maskottchen umsehen. Diana, darf ich deinen Lippenstift nehmen? Ja, er ist in meiner Handtasche. Mädels, hallo, wie geht's? Warum sehe ich euch nicht in der Turnhalle, hä? Wir hatten doch gestern alles besprochen, oder? Oder gibt es etwas Neues, was ich nicht weiß? Maskottchen! Coach Abby, es ist meine Schuld, dass Maskottchen nicht auf unsere Anrufe antwortet. Es sieht so aus, als ob das Maskottchen heute wieder das Training ausfallen lassen wird. Mädchen, das ist das Problem eures Teams. Und du, Diana, als Kapitänin des Teams, solltest diese Probleme lösen. Ja. Und? Und? Coach Abby, das Kostüm von Maskottchen wird Maja tragen. Mädchen, ich kann nicht. Maja, es ist dein Freund. Also wirst du darin trainieren müssen. Ich hasse dich so sehr, Maskottchen. Ich hasse dich und ich liebe dich. Maja, es hat keinen Sinn. Er antwortet doch nicht. So, Mädels, alles ist schiefgelaufen. Ich warte in 3 Minuten in der Turnhalle auf euch. Und ja, entscheidet euch, wer Maskottchenkostüm springt. Aber beeilt euch. Ich warte nicht lange auf euch, okay? Bis gleich. Ich bin schockiert von Coach Abby. Sie gibt uns absichtlich die Schuld wegen dem Maskottchen. Maja, das ist deine dumme Eifersucht. Mädchen, was soll ich denn jetzt machen? Warte, Knopper. Vielleicht ist nicht nur Maja das Problem, sondern auch das Maskottchen, oder? Natürlich, Diana. Das Maskottchen ist schon lange in unserem Team und wir hatten nie Probleme. Aber dann ist er mit Maja zusammengekommen und es ist durchgedreht. Mädels, ich bin verrückt geworden. Ich kann mir ein Leben ohne Maskottchen gar nicht mehr vorstellen. Also Mädels, wir müssen nur die Basketballer bitten, das Maskottchen zu finden und ihn in die Turnhalle zu bringen. Mädels, das ist das Ende. Niemand ist unersetzlich. Wenn Maskottchen sich weiterhin so verhält, dann finden wir ein anderes. Ja, Timur. Wir haben wieder von Coach Abby Ärger bekommen, weil das Maskottchen nicht zum Training gekommen ist. Und sagt ihm, dass er auf meine Anrufe reagieren soll. Maja, wir denken im Moment an das Team und nicht an die Liebe, okay? Timur, wenn du das Maskottchen findest, bring ihn bitte zur Turnhalle. Danke. Maskottchen, mein Bunny. Wow, dein Bunny, der macht Probleme. Bunny? Alles klar, Timur. Tschüss, Küsschen. Knopper, was ist das Problem? Eigentlich sind wir doch alle Bunnies. Also Mädels, ich habe beschlossen, dass wir nicht friedlich sitzen bleiben, sondern das Maskottchen in der Schule suchen werden. Und wir werden nicht zum Training gehen, bevor wir es gefunden haben, okay? Ich habe experimentiert. Schau dir an, welchen Haarschnitt ich hier verpasst habe. Wow, das passt doch gar nicht zu ihr, oder? Ich hatte auch Angst. Was hat sie dann gesagt? Es hat ihr richtig gefallen. Das ist echt seltsam. Taya, was hältst du von diesen beiden? Das sind die Frogs-Jungs. Machen wir uns an sie ran. Auf geht's. Schau mal, wie ich das gemacht habe. Oh mein Gott, wie ging das denn? Hallo Sup und Zack. Was wollt ihr? Wir warten auf unsere Mädchen. Die kommen gleich aus dem Bad raus und dann kriegt ihr Ärger. Also kommt schon, geht's. Ihr wartet auf die Mädchen? Vielleicht können wir ein bisschen plaudern. Zack, du siehst so gut aus. Darf ich dir meine Nummer geben? Nein. Warum hast du so viel Angst, Zack? Ich beiße nicht. Fass mein Telefon nicht an, ja? Da sind Fotos von Stella mit gruseligen Haarschnitten. Halt die Klappe. Ich kann die Mädchen nicht sehen. Vielleicht lügt ihr uns an, ha? Taya, du bist nicht mein Typ, okay? Ihr seid auch nicht unser Typ. Oh, hallo Sup und Zack. Mädels, klebt ihr wieder eure Kaugummis an die Spinde? George. Du bist derjenige, der die Spinde mit Kaugummi beklebt hat. Du wurdest erwischt. Genau, lacht nur. Ja, ich habe gesehen, wie sie Kaugummis daran geklebt haben. Ja, stimmt, es waren Taya und Cindy. Okay, ihr werdet meine Zeugen sein. Sup, wartest du nicht auf mich? Zack, warum redest du mit George und den beiden Mädels, hä? Die sind nichts für dich. Mädels, beeilt euch, wir haben noch viel zu tun. Wartet, wartet, das sind meine Zeugen hier. Welche Zeugen? Zack, was hast du gemacht, während du auf uns gewartet hast? Mit uns geflirtet. Das stimmt gar nicht. Wir haben George erzählt, dass sie Kaugummi an die Spinde kleben. Frösche, ihr könnt gehen, los, los. Aber die Jungs bleiben bei mir.
Hallo, Babys! Hallo, George, du Pfeife! Wer ist eine Pfeife, Maskottchen? Du bist die Pfeife, mach weiter so, okay? Hallo, Babys! Wovon redet ihr? Habe ich eine Pfeife dabei? Okay, Mädels, wir sind in Eile. Tschüss, Zack, sonst haben wir keine Zeit für einen Snack. Bis dann, Sue. Mädels, bestellt Salate für uns. Wir sind gleich da, ja? Okay, wir sind bereit, Zeugen zu sein. Ja, wir haben genug von den beiden. Das lösen wir später. Jetzt finden wir heraus, was mit Maskottchen passiert ist. Was war das? Er ist so ein Crush. Er ist so eingebildet. Ich brauche einen Freund wie ihn. Lauren, ich blamiere mich jetzt nicht. Tima, ich brauche dich hier zur Unterstützung. Lauren, ich habe keine Ahnung, wann du das gekauft hast. Aber deine Schulden betragen 3.200. Und erzähl uns nicht, dass es nicht deine Bestellungen waren. Hat Nancy Schulden? Nein, Nancy nicht. Okay, keine Schulden, keine Probleme. Kann ich meine Schulden nächste Woche bezahlen? Okay. Alexa, warte. Zuerst werde ich meine Bestellungen sortieren. Denn ich kann sicher nicht 50 Portionen Pasta in einem Monat gegessen haben. Lauren, aber es stimmt. Immer sei still. Alles ist ganz klar auf unserem Blog notiert. Und wir werden keine Footballer mehr bedienen, bis Lauren ihre Schulden bezahlt hat. Okay. Lauren, lass uns gehen. Ich zahle die Schulden morgen. Nein, sie lügen uns an. Kostja, kannst du für mich bezahlen? Wie meinst du das? Alexa, bist du verrückt? Footballerinnen, ihr bezahlt oder eure Jungs bezahlen. Wenn du kein Geld hast, haben wir nichts mit dir zu besprechen. Nein, dieser Betrag in eurem Blog ist falsch. Total. Lauren, willst du Ärger? Eis und Pizza. Macht Kakao für mich mit Marshmallows. Was ist hier los? Footballer und Footballerinnen, warum seid ihr nicht im Unterricht? Sie lügen uns an. Ja, Eis sagt, dass ich ihm 1000 schulde. Lauren ist verrückt. Sie hat das alles bestellt und denkt, sie muss jetzt nicht mehr bezahlen. Sie denkt, wir lügen sie an oder so. Hey, lasst mein Mädchen in Ruhe, ja? Okay, chillt mal. Footballer ab zum Unterricht. Pizza, Eis, macht Kakao für mich. Das lösen wir später. Seid froh, dass Lehrer Mike eure Rettung ist. Mädchen, tschüss, Kostja. Kostja, komm mit, wir haben Training. Diese Lauren ist dumm. Ich werde mit ihr unter vier Augen reden. Die soll zuerst die Schulden bezahlen, dann kannst du reden. Ich werde mit ihr reden. Eis, was machst du da? Mach Kakao für Lehrer Mike. Abby, das Maskottchen ist im Bunny-Team. Was bedeutet, dass du für es verantwortlich bist? Was soll ich da machen? Was seine Unterrichtsleistung angeht, habe ich keine Beschwerden über ihn. Das mit dem Cheerleading musst du selbst lösen. Eis, wo ist mein Kakao? Mädels, ich hoffe, die Basketballer haben das Maskottchen schon gefunden. Ja, und dieses verdächtige Lächeln von Abby, als sie die Umkleidekabine betrat. Wenn das Maskottchen immer noch fehlt, kann ich mir schon vorstellen, was passieren wird. Was ist hier los, Timur? Habt ihr das Maskottchen gefunden? Wo ist er? Er ist nicht hier. Wir haben die ganze Schule abgesucht. Mhm. Wir sind hier rein und hier ist nur die wütende Abby. Und sie hat uns Unterricht gegeben. Sie hat gesagt, wenn wir das Maskottchen nicht finden, sollen wir im Bunny-Kostüm springen. Wow. Nun, er ist offensichtlich nicht in der Schule. Das ist nicht normal. Diana, was sollen wir jetzt machen? Jungs, bitte sucht das Maskottchen. Wir bleiben in der Turnhalle und versuchen Abby zu erklären, dass das Verhalten des Maskottchens nicht unsere Schuld sein kann. Das werden wir. Wir werden ihn bestimmt finden. Er wird eine Abreibung bekommen für das, was wir gerade machen. Hat das Bunny den Verstand verloren? Hey, ja, schlagt ihn. Nein, Maya, wir sollten das Maskottchen nicht anfassen. Findet ihn einfach und wir werden uns um ihn kümmern, okay? Okay, Mädels, wir finden ihn. Auf geht's. Dieses Bunny will nur Ärger. Habt ihr ihn gefunden? Nein, Coach Abby, wir haben das Maskottchen nicht gefunden. Aber wir fangen mit dem Training an. Und die Basketballer finden ihn und bringen ihn zu uns in die Turnhalle. Ich werde mit ihm reden. Richtig. Also, sie bringen ihn zur Turnhalle. Ich möchte mit euch allen reden. Was ist in unserem Team los? Das Maskottchen hat mich verlassen. Maya, entspann dich. Coach Abby, wir verstehen das selbst nicht. Das Maskottchen verhält sich sonst nie so. Das Maskottchen ist schon lange in unserem Team. Und wir verstehen nicht, warum er sich so verhält. Ich bin schuld. Alles nur wegen meiner blöden Eifersucht. Deswegen will das Maskottchen nicht mehr im Team sein. Meine Schuld. Deshalb habe ich euch immer gesagt, dass Beziehungen im Team allen im Weg stehen. Versteht ihr es jetzt? Liebe Coach Abby, liebe. Hast du dich noch nie verliebt? In Ordnung, Maya, beruhige dich. Mädels, gehen wir uns umziehen und lass uns mit dem Training beginnen. Ich bin sicher, die Basketballer werden das Maskottchen bald finden und es hierher bringen. Wenn der gleich nicht zum Training kommt, dann gehen wir zu ihm nach Hause. Ja, wir werden hingehen und ich werde ihm sagen, dass er ein Idiot ist. Maya, du verhältst dich auch nicht besser als das Maskottchen. Bist eifersüchtig wegen Likes? Wegen Likes? Maya, beruhige dich. Es stimmt. In einem Team sollte Freundschaft an erster Stelle stehen. Liebe macht alles kompliziert. Knopper, sei still. Mädchen. Mir gefällt das nicht, Mädels. 2 Minuten und wir beginnen mit dem Aufwärmen. Stimmt. Liebe hat einen schlechten Einfluss. Footballer, es gibt Beschwerden über euch.
Von wem? Eis und Pizza? Nein, ich spreche nicht von Eis und Pizza. Laila, hör auf, uns eine Lektion zu erteilen. Du bist Verwalterin. Geh und arbeite da irgendwas. Was ist? Nancy, das ist gerade nicht der richtige Zeitpunkt. Na gut. Sie küsst Kostja absichtlich, um mich zu ärgern. Layla, hast du jetzt alles gesagt? Können wir gehen? Nein, Verlierer, niemand geht nirgendwo hin. Niemand kann gehen. Es gibt Beschwerden über euch alle. Und wisst ihr von wem? Von George. Was interessiert uns George? Er ist ein schlechter Polizist. Findet lieber einen anderen. Nancy, jetzt mal rüber zu Alexa. Hey, Footballerinnen. Und hallo an euch. Oh mein Gott, hat er den Verstand verloren? Das Maskottchen will Ärger. Das Maskottchen der Bunnies hat mich geküsst. Ja, spring nicht. Layla wird uns eine halbe Stunde lang belehren. Maskottchen. Layla, hallo, ich hab dich gar nicht bemerkt. Gigi, willst du mir vielleicht irgendwas erzählen? Ich glaube, da bahnt sich was zwischen dem Maskottchen und Gigi an. Ich bin auch schockiert. Du bist in letzter Zeit so sehr aufgefallen, Flauschi. Nein. Was? Das? Nein. Wir sind beschäftigt. Kostja! Nancy, Kostja wird dich wegen der Maskottchensache rauswerfen. Ich weiß nicht, warum er mich geküsst hat. Footballer, komm zurück. Das Maskottchen hat sie einfach so geküsst. Ohne zu fragen geht das gar nicht, ja? Dann rede halt mit ihm oder so. Du brauchst keinen Grund durchzudrehen. Es war nur ein Freundschaftskuss. Auf die Wange. Ich kenne solche Freundschaftsküsse. Erst auf die Wange und dann verlässt du mich. Ross, ich werde dich nie verlassen. Also, Stella und Sophie, mein Rat an euch. Verlasst eure Erdhörnchen. Ich glaube, sie waren wirklich erschrocken, als wir das Bad verließen. So komisch waren sie. Und sie haben definitiv mit Taya und Cindy geflirtet. Hast du alles gesagt, Blondie? Mein Sub liebt nur mich. Und ich zweifle nicht an Zack. Ich hab euch gewarnt. Also heult später nicht rum. Okay? Eure Freunde sind nicht zuverlässig. Wenn ich euch Fröschen zuhöre, wird mir klar, was für ein Haufen von Trotteln ihr seid. Was? Ein Bunny ist hier. Ich bin schockiert. Die Bunnies haben Training. Bist du rausgeflogen, Maskottchen? Hör auf, uns zu belauschen. Zieh dein flauschiges Kostüm an und spring für deine Bunnies ich rum. Ich spring nicht mehr, weder mit noch ohne flauschiges Kostüm. Ich bin nicht mehr bei den Bunnies, ich bin alleine. Frösche, verschwindet. Wir müssen reden, Maskottchen. Was? Ich glaube, da steckt jemand in Schwierigkeiten. Das glaube ich nicht. Das Maskottchen hatte nie Probleme mit den Footballern. Footballer, wenn ihr denkt, dass es richtig ist, dann macht weiter so, okay? Dieser Pelzkopf wurde zu übermütig. Wir haben nichts gesehen. Wir können das auch ohne euch lösen. Also, Flauschi, lasst uns reden. Lass uns reden. Kostja, je größer der Schrank, desto lauter der Fall. Jetzt bist du fertig, Mann. Entspannt euch. Mach deinen Mund nicht auf. Kostja ist mein Freund. Er wird dich wegen des Kusses mit Maskottchen verlassen. Es war keine Absicht. Er hat mich geküsst. Ich rede jetzt mit dem Maskottchen. Bros, geh da nicht hin. Du bist wohl in ihn verliebt, oder was, hä? Nein, Bros, ich lieb nur dich. Bros, tu's nicht. Die Footballer kümmern sich um ihn und du nicht. Ach, meinst du wirklich? Ich gehe, Mann. Setz dich, Bros. Gigi, du bist echt stark. Thomas, sei still. Komm her, du Huhn. Hör zu, halt deinen Mund. Hast du das gesehen, Kostja? Die Footballer haben ihm was angetan. Ich habe Mitleid mit ihm. Was, weil du ihn liebst, oder was? Bros, du bist so dumm. Er ist nicht hier. Leute, habt ihr das Maskottchen gesehen? Da ist er. Was, wollt ihr mir auch eine Abreibung geben, oder was? Wow, wer war das denn? War es das jetzt? Gehen wir in die Turnhalle. Die Mädchen haben wegen dir Probleme. Ich gehe nirgendwo hin. Maskottchen, du bist echt zu arrogant. Willst du eine weitere Abreibung? Komm mit in die Turnhalle, sofort. S-I-E-G, der Sieg. Die Bunnies sind die Besten. Ja, wir sind die Besten. Schrecklich, Mädchen, schrecklich. Coach Abby, was ist wieder los? Das Maskottchen nicht hier, es ist nicht unsere Schuld. Coach Abby, wir haben alles versucht. Lass es nicht an uns raus. Nein, Mädels, die Tatsache, dass euer Team wie ein Kartenhaus zusammenfällt, ist eure Schuld. Coach Abby, kannst du wenigstens ein bisschen warten? Ich bin sicher, dass die Basketballer gerade das Maskottchen hierher bringen. Ich werde es ihm zeigen, ja. Maya, beruhige dich. Du wirst nichts tun. Ich wünschte, er würde ins Team zurückkehren. Ja, Mädels, ihr habt mich echt enttäuscht. Trainiert weiter. Und mein Rat ist, euch ein neues Maskottchen zu suchen. Komm jetzt mit, Mann. Wir haben das neue Maskottchen dabei. Lernt ihn kennen. Maskottchen? Was guckst du so? Hast du mich noch nie ohne Kostüm gesehen? Was ist das? Warum berührst du das denn? Gut, Maskottchen, zieh dich an und geh zu den Mädchen zum Training. Das muss Timur gewesen sein. Tiana, das war dein Freund, Timur.
Basketballer, was habt ihr gemacht? Jungs, ihr solltet das Maskottchen nur finden und ihn nicht verprügeln. Wir waren das nicht. So haben wir ihn aufgegriffen. Wir wissen nicht, wer das gemacht hat. Er hat uns nichts erzählt. Redet ihr mit ihm. Maskottchen, hast du Schmerzen? Ja, ein bisschen, aber mir ist das egal. Maskottchen, wer hat dir das angetan? Diana, ich glaube, das spielt jetzt keine Rolle mehr. Nein, Knupper. Das Maskottchen ist in unserem Team und das ist wichtig. Wer war das? Sag es mir einfach. Timur, Sackert, Johnny, hab keine Angst. Nein, sie waren es nicht. Gut, Maskottchen, du bist vom Training befreit und ihr Mädchen auch. Das Training ist für heute beendet. Es reicht. Maskottchen, du siehst ja, wohin dein Theater führt. Fertig mit dem Theater, Flauschi. Knupper, mach mich nicht wütend. Ich bin stolz auf ihn. Maja, ich kann auf mich selbst aufpassen, ja? Ja, das sehe ich. Gut, du sagst uns, wer das getan hat und wir kümmern uns darum. Jungs, ich danke euch. Ja, bitte, gern geschehen. Wisst ihr, wo Nastja ist? Sie meldet sich seit 3 Tagen nicht mehr. Johnny, sie besucht gerade ihre Oma. Ihre Oma? Ja, ihre Oma. Heute ist Samstag, da hängen sie bestimmt im Club ab. Das war ein Scherz, Kumpel. Ja, ein Scherz, Mann. Timur Sackert, hört auf, über Johnny zu lachen. Nastja kommt morgen zurück. Also, Maskottchen, bist du wieder dabei? Ja, bin ich. Großartig. Großartig. Basketballer. Basketballer. Leute, liked das Video, abonniert den Kanal, klickt auf die Glocke und wartet auf unsere neuen coolen Episoden. Bis bald und an alle. Tschüss. Tschüss.